Vorschau Nummer 16. So, wir sind in Graveyard Keeper, Breaking Dead, Stranger Things und Game of Crone. Wir sind in Vorschau Nummer 16, habe ich schon gesagt. Und ich bin bei der Vorschau Nummer 16 am Überlegen, wie es weitergeht mit dem Spiel. Vorschau ist sehr schön, aber dann wäre jetzt mal langsam Schluss. Aber ich würde es gerne als Let's Play weitermachen. Und da bin ich jetzt auf euch angewiesen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren reinschaut, wie ihr das seht, ob wir einfach umswitchen auf Dingens, sag schon ein Let's Play, von der Vorschau 16 einfach weiter aufs Let's Play gespielt. Oder aber wir fangen nochmal von vorne an. Am Anfang hat sich's ja ziemlich gezogen, was wir hier gemacht haben, ne? Und das war jetzt nicht so cool, denke ich mal. Und dann können wir nochmal neu starten und ein bisschen schneller was werkeln vielleicht. Das müsste man mal gucken, wie wir das handhaben, ne? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, was wir da machen. Und ja, gehen wir mal los, denke ich mal, ne? Ihr sagt mir Bescheid, was wir tun werden. So, jetzt hatten wir letztes Mal ganz viele Dinge gemacht. Wir haben Lehm zu Schluss abgebaut und da müssen wir mal gucken, wie das mit dem Lehm ist. Lag hier nicht Brot oder hat man das, hatte ich vielleicht noch aufgenommen, ne? So, nee, ich wollte in die Truhe erstmal noch ein paar Klamotten packen, weil der Salat, der kann hier bleiben. Das lassen wir jetzt auch hier, weil wir hier die Sandwich haben, die uns erstmal Energie bringen und das Fleisch ist ja auch noch da. Also das Brot ist noch hier. Warte mal, das Brot lass mal so. Ja, da müssen wir jetzt nur überlegen, was wir weiter fertigen können. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach hier. Warte mal, nimm mal Wasser noch wieder raus. Was ist das hier? Weißes Fischfilet. Okay, das haben wir mal geangelt wahrscheinlich. Jetzt müssten wir noch mal gucken. Den Teich können wir jetzt hier machen. Okay, da ist das Wasser nicht genug für da. Das heißt, ein weniger. Und arbeiten wir das gerade ab. Da kriegen wir ganz viel Teich. So, und jetzt gehen wir hier hin und machen erstmal hoch, weil wir das ja so gut schaffen, wie letztes Mal gesehen, ne? Und jetzt backen da 9 Brote. Jetzt funktioniert das mal richtig, ne? Warte mal, wir wollten aber vielleicht hier noch was ablegen. Ne, hatten doch die Hostien, die wollten wir dann noch überschmeißen. Und sonst? Geschichte. Tu hier immer weg. Und hier das Buch kommt auch da erstmal hin. Da kriege ich aber Papier raus. Das wär, Papier wäre wieder gut fürs Dingens, ne? Für den Typen in der Kneipe. Hier ist sonst, glaube ich, nichts abzulegen in dieser Truhe. Hier oben nochmal Essen rein. Da können wir jetzt das Wasser zurücklegen. Obwohl, ja, mach's erstmal. Bevor wir da oben hingehen. Ja, das Brot. Ja, lassen wir erstmal so. Wir haben einiges an Platz jetzt. Und gehen hier erstmal zum Abernten der Möhren, das hat man ja letztes Mal in der Folge noch gesehen, dass das dann doch noch geht. So, das haben wir. Und wir haben 7 Karottensamen. Karotten. Insgesamt haben wir 10, aber. So, okay. Das ist gedüngt. Das hätten wir mal da erst auch noch machen sollen. Da haben wir jetzt geschlafen, ne? Kann man da irgendwie sehen? Doch, das wird auf jeden Fall weniger, ne? Das kann man schon mal definitiv sagen. Will das nochmal düngen? Will das nochmal düngen? So, dreimal gedüngt, glaube ich. Jetzt müssen wir allerdings hier noch die Samen ergänzen. Nehmen wir die Kohlensamen. Was haben wir denn hier so? Karottensamen haben wir nur noch 3, schade. Ach doch, da oben sind ja noch welche. Nehmen wir die noch dazu. Und Hanfsamen würden
auch noch funktionieren, aber ich habe erstmal Hanf genug, brauche erstmal nicht anpflanzen. Das kann jetzt hier bleiben. Ernteabfall kann auch hier bleiben. Das wollen wir anpflanzen und das wollen wir auch anpflanzen. Warte mal, da brauchen wir aber immer nur 4 von. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Und da brauchen wir auch nur 4 von. Das heißt, wir wollen 2 weglegen. So, das passt. Kann hier noch was weggelegt werden? Nein, jetzt ist richtig. Ich möchte das da pflanzen. Und ich möchte das da pflanzen. Sehr gut. Da war aufgeräumt. Ja, wir brauchen unbedingt noch einen Apfelbaum, ne? Platz für einen Apfelbaum. Dafür brauchen wir Torf und Apfelbaumsetzling. Den Apfelbaumsetzling, den müssen wir dann noch unbedingt kriegen. Torf ist kein Problem, der wird ja da gerade produziert. Hier gibt es noch Beeren, die wir vielleicht zücken sollten. Also Essen wächst einfach an den Bäumen. Ich habe aber noch keinen Apfelbaum hier gesehen. So ein Apfelbaum, der wäre noch schön, ne? Hier wächst auch keiner. Was war hier noch? Eine Kiste kann man da bauen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich was erweitern. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Habe ich das wahrscheinlich schon wieder was verpasst? Wahrscheinlich, ne? Welche ist denn das? Die Frau hier ist das. Beweise, dass man sich mit ihr unterhalten soll. Irgendwas an dieser Frau ist merkwürdig. Okay, das bedeutet, wir gehen mal gerade schauen. Es ist gerade Wind aufgekommen hier im Bild. Okay, das Brot ist fertig. Wir gehen durch den Keller ins Städtchen. Er ist schon da, aber wir können den aktivierten Schlüssel noch nicht haben. Also wir müssen den noch aktivieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Habe ich mal nachrecherchiert, ne? Aber funktioniert er noch nicht. So, gehen wir ins Städtchen. Und dann schauen wir mal schnell in die Kneipe, ob wir sie noch ansprechen können, weil sie ja jetzt gerade da ist. Ah, schon neue Zeit, wir haben gepennt. Das ist schlecht. Und hier kommen wir erst klar, wenn wir mit Horror-Dreck genug Punkte gesammelt haben. So. Ach, Horror-Dreck möchte tatsächlich Brot haben. Dann kriege ich 46 Taler. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Und ich, vor allem das Wichtige ist, dass ich mit Horror-Dreck vielleicht Best Friend werde, ne? Kann ich das irgendwo sehen? Also hier vielleicht. Horror-Dreck. Wenn hier mal so eine Anzeige wäre, wie viele Punkte wir gerade schon haben, ne? Könnte sein, dass mehr geworden ist. Muss aber nicht. Schade, ne? Kann man jetzt nicht so wirklich beurteilen. Jetzt haben wir 53 Cent. Vielleicht, wenn wir von ihm was kaufen, vielleicht wird es ja auch besser. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er dann sogar noch zufriedener. Was wollte unser Geist denn jetzt haben eigentlich? Ein Bier nicht, sondern ein Wein wollte der jetzt haben, ne? Ja, ich spreche mit deinem Mann. Aber ich wollte mit dir gerade noch gucken über ein Geschäft. Also Pasteten haben wir die ersten drei, aber die sind zu teuer. Da brauchen wir erstmal nicht drüber reden, ne? Ja, ist hier immer noch am Würfeln. Mit ihm haben wir heute nichts zu tun. Und mit ihm geht ja auch noch nichts. Also hier sind wir jetzt erstmal durch. Ach, jetzt regnet es auch noch, ne? Sind wir auch noch nass. Mit dem Händler. Gib mir einen Schluck auf Glas. Für Karotten, Kohlköpfe und Rüben brauchen wir 12 Mal. Und das Gras
Können wir noch nicht. Handeln will er nichts, hat aber tolle Sachen hier. So wie Traubenkerne und Traubenkerne. Ja, wir müssen gucken. Da kommen wir zurzeit nicht weiter. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, was als nächstes hier anliegt. Wer ist in diesem Dingens? Der Kaufmann ist angesagt, okay. Und sonst haben wir hier ganz viele Leute, aber zurzeit. Also der Kaufmann ist nicht immer da, ne? Das ist das Entscheidende. Hol dir eine Flasche Wein. Jetzt noch die Frage, wo ich den Wein wegkriege, ne? Der Händler hat ja keine, oder? Warte mal, das können wir gerade nochmal checken. Nee. Vielleicht ist das der Wein. Also da ist ja nicht ganz viel, ne? Die kosten nur 40, die Traubenkerne vielleicht. Sollten wir mal schauen, dass wir es hinkriegen. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Ich halte mal meinen Daumen auf dem Bildschirm. Ihr seht das natürlich nicht. Und? Ach, nee, ich glaube, das hat nichts gebracht. Aber wir haben jetzt Traubenkerne. Okay. Gut, das war's hier dann erstmal. Das war kein Erfolg. Macht er nichts? Nee, da klaut er nicht. Aus Nachbarsgarten holt er leider keine Früchte. Ja. Hier ist jetzt auch nichts los. In diesem Sumpf gibt es nur diese grünen Viecher, die jetzt zum Glück nicht mehr da sind. Aber Apfel sehe ich auch nicht. Am Leuchtturm war da glaube ich Apfel, oder? Schauen wir mal am Leuchtturm gerade vorbei. Und er hatte ja auch nichts mehr für uns, oder? Ding, ding, dong, bingo. Handeln. Der hatte Samenöl. Okay. Hanfsamen. Samenöl. Aber wir haben kein Geld, deswegen geht das gerade nicht. Vielleicht kauft er uns den Hanf ab. Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell den Hanf holen und gucken. Aber ich gucke erst gerade noch nach den Äpfeln. Guck mal, hier sind die Äpfel. Ich kriege aber hier nichts runter. Hier gehen Äpfel. Also ich habe jetzt Äpfel dann geholt, aber mehr auch nicht, ne? Ich würde aber gerne einen Apfelsetzling haben und das gibt es hier jetzt nicht, aber... Ja. Das ist jetzt nicht die Higgs-Blume hier, ne? Das ist nur die weiße Blume, ne? So, der will Motten haben, die ich immer noch nicht habe. Hm. Also hier gibt's gerade nichts. Ja. Den Setzling, den brauchen wir noch. Ah, hier kannst du alles ernten, oder was? Was gibt's denn hier? Eine weiße Blume, okay. Die saß da zufälligerweise zwischen. Da ist jetzt auch kein Apfelbaum. Hier geht's mit dem Ernten, ne? Ja. Ne, Holz wollte ich gerade nicht fällen. Wollte nur einfach die Beeren gesammelt haben. Hier komme ich an einen Apfelsetzling nicht dran, ne? Das ist jetzt hier aber nicht eine andere Blume, ne? Das macht er jetzt nicht. Komm, ist egal. Äpfel haben wir auch, da können wir jetzt Apfelpastete machen, oder was war das, was man machen konnte?
Ja, ein bisschen schwierig. Hier ist eine Presse. Habe ich die je schon gesehen, die Presse? Nee, ne? Nee. Die gehört ihm wahrscheinlich. Ja. Das Higgs-Gras habe ich immer noch nicht. Hier gibt's Eier. Da ist der Kaufmann. Ne, ich glaube, jetzt können wir erstmal kurz da reingehen und ins Häuslein von uns gehen. Der ist da unten nicht da. Okay, das Brot haben wir alles aufgesammelt. Wir haben Punkte ohne Ende. Kochen. Oh, guck mal, Sandwich können wir wieder machen, ne? Okay, das heißt, die arbeiten wir mal gerade ab, ne? So. So, die laufen noch weiter. Wir wollten jetzt den Hanf holen und gucken, ob der Hanf was bringt. Bei dem netten Menschen da. Der Kohl ist auch schon fertig. Oder Rüben? Ne, das sind jetzt Rüben. So. Das lege ich da mal ab. Das nehmen wir komplett mit. Das kann hier bleiben. Obwohl, nehmen wir gerade wieder mit. Die Traubenkerne können hier bleiben. Rübensamen haben wir leider nur zwei. Das heißt, das reicht auch schon wieder nicht mehr. Der Hanf ist klar. Das machen wir jetzt erst da rein. Das war jetzt doof, ne? Weil wir müssen nur das machen. Torf wird jetzt produziert. Wir haben aber noch 8 Torf. Das könnten wir verkaufen. Würden wir dann auf 40 wiederkommen. Was für Öl will denn der Esel haben? Ich glaube, da unten kommen wir nie raus, ne? Aber das Öl sehe ich ja, glaube ich, auch hier beim Esel, ne, oder? Wo ist er denn, der Donkey? Schon zu weit gescrollt. Da ist er. Wohnt im linken Stall. Der ist aber jetzt gar nicht hier angezeigt, dass er was haben möchte. Also, er möchte schon was bestimmt haben. Gib Öl. Da steht jetzt nur, gib Öl. Ich glaube, wir... Entschuldigung. Schauen mal gerade, dass wir das Öl noch gemanagt kriegen. Vielleicht klappt das ja. Und den Hanf haben wir ja jetzt mit, ne? Den Schlüssel müssen wir noch aktivieren. Ich habe es nachgeguckt, habe es aber vergessen, wie er aktiviert wird. Aber ich glaube, das war eine Kirche oder sowas. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. So, jetzt gehen wir zu dem Typen, der da wahrscheinlich jetzt nicht ist, weil es Nacht ist. Gehe ich mal von aus, oder? Ne, noch ein Stück weiter. Und, steht er da noch? Nein, er schläft. Ja, war klar. Braucht man nicht drüber nachdenken, ne? Gehen wir mal nach hier oben. Hier ist noch eine Feuerstelle. Und irgendwo muss doch hier das... eigentlich das Zeltlager. Ja, da ist es. Was kann ich, der ist ja noch da. Was können wir dem kaufen? Das ist die Frage.
Der wollte Fischfilets haben in dieser Farbe. Silberne Fischfilets. Können wir nicht. Kann man hier überhaupt was? Nee, hier kann man nix. Wir haben leider nur weißes Fischfilet. Hier geht's noch nicht weiter. Der führt viel zu Burgfest, der Weg ist versperrt. Ja, sehe ich. Das wird noch viel zu entdecken sein. Jetzt gucken wir mal hier. Was sagt uns dieses Schild? Holzfällen verboten. Hier ist niemand mehr. Da geht aber noch ein Weg hoch, den nehmen wir jetzt. Weiß gar nicht, was hier oben war. Holzlager. Der ist da oben am Stehen. Gib ihm eine Axt. Bring eine Eisenaxt. Kann ich denn schon eine Eisenaxt bauen? Nee, ne? Ja, gute Frage, ne? Bring ihm eine Eisenaxt. Hier geht auch ein Weg lang, ne? Muss man nicht vorne rumlaufen. Warte, es ist Tag. Vielleicht ist er wieder da. Die Leute laufen ja schon durch die Gegend. Dann mal schnell dahin. Da ist er. Handeln. Leider braucht er keinen Hanf. Aber wir gehen den Ernteabfall loswerden und dann kriegen wir, glaube ich, 30 zusammen für Öl. Das müsste klappen. Jetzt müssen wir nur den Bauernhof finden, ne? Ich glaube, der war neben der Gastwirtschaft hoch. Schauen wir mal. Wir können auch da lang gehen. War das hier? Nee, ne? Ne, es war eine Scheune, aber wir können ja trotzdem gucken. Das war der Beekeeper, okay. Der Imker. Die Scheune muss aber doch auch hier. Da ist die. Ist der Bauernhof, oder? Ah. Was können wir hier handeln? Käse und Milch? Nee, war das da oben noch drüber? Ja, da ist er. Viel Spaß, Kumpel. Und du kriegst alles. Okay. Dann kriegen wir uns 17 Taler. Hier kann man Torf kaufen, was wir aber gar nicht wollen. So, und jetzt können wir da unten das Öl kaufen und dann wäre unser Esel bereit, wieder zu laufen, glaube ich, oder? Wenn das richtige Öl das ist, ne? Das ist natürlich auch so eine Frage, ne? Samenöl, Samenöl. Fertig an Rankenpresse, Rankenpresse. Das sind 10. Es kostet beides 30, aber es macht keinen Unterschied, oder? Ich kaufe es einfach. Auf gut Glück. Dingo, alles klar. Ich hoffe, das war das richtige Öl für den Esel. Bin mir aber nicht sicher. Ja, kann auch nicht so schwer sein mit dem Öl. Also muss es das eigentlich sein, oder? Der Händler ist nicht mehr da. Das ist schon mal gut. Aha, jetzt sollten wir vielleicht mal gerade gucken, wer jetzt dran ist. Das Grüne hat keine, also in der grünen Zeit ist jetzt nichts für uns Entscheidendes dabei, oder?
Habe ich was übersehen? Nein. Okay, passt. Technologien. Ja, wir brauchen unbedingt das blaue Zeug, ne? Wir brauchen unbedingt blaues. Okay. Geht nix. Doch, hier geht was. Waffen. Wir können ein Schwert bauen. Brennholz, Lehm. Da unten gibt's Lehm. Das müssen wir machen. Das will ja der Typ haben. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall machen, ne? Rezepte. Ich wollte jetzt noch das Schwert dann machen. Gut. Schau, Energiewerkzeuge. Herstellung Axt erster Stufe. Ist das die richtige Axt, die der da haben will? Der geborene Schmied ist natürlich hier, ne? Stahlwerkzeuge. Axt 2. Da steht nur Werkzeuge. Ich glaube, der will so eine haben. Naja. Sind wir auch schon einen Schritt weiter, ne? Vielleicht hätten wir den Weg da besser freigemacht. Aber das wussten wir damals ja nicht. Und deswegen ist dann die Frage, ob wir Neuanfang machen, weil wir dann besser den Weg freimachen zum Beispiel. Und dann können wir uns viel Zeit sparen und sofort was lernen, ne? So. Möhren. Was uns fehlt, ist der Kohl, oder? Pack das mal da rein. Das packt da auch rein. Den Hanf wollte der nicht haben. Dann kann der Hanf auch erstmal hier hin. Was ist noch hier? Wasser. Obwohl, wir könnten von dem Essen... Kohl haben wir da. Möhren haben wir. Ich weiß nicht, was das andere war. Die drei Sachen bringen wir demnächst mal mit. Und dann gucken wir mal, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo war... Wir haben jetzt die Fähigkeit da noch gelernt. Ich weiß aber nicht, wo sie gemacht wird, das Töpfern. Das ist das Krasseste, ne? Okay, ich schau mal zu, dass ich jetzt rausfinde, wo ich töpfern kann. Der Esel, der ist uns jetzt aber noch gerade wichtig, den... Versuchen wir jetzt noch gerade, gibt das irgendwie mal Glück. Und wie ich den Kapitalismus besiege. Die Hafenratten sind auch schon auf meiner Seite. Okay. Und ich habe eine Leiche gekriegt. Sehr schön, ne? Die ist gleich unten gelandet. Da hinten ist sie. Und ja, die müssen wir jetzt bearbeiten, ne? So. Der war nicht so nett, ne? Der war eher ein Böser. Dafür sind die Köppe hier. Irgendwas Blut raus, damit es nicht so eine Sauerei gibt, oder? War das jetzt blaues, was wir gerade gekriegt haben? Ich glaube ja, ne? Das ist ja cool. Jetzt weiß ich, wo wir das Blaue herkriegen. Das war aber nur grünes. Ne, blaues haben wir doch nicht gekriegt. Ah! Ich dachte, da gäbe es auch noch blaues. Aber die Leiche wird jetzt besser dadurch, dass wir die Sachen einnehmen, ne? Wie wir sehen. Ah, jetzt ist aber das Gute weg. Naja. Ich krieg ganz viele Sachen, die ich aber jetzt gar nicht so wirklich. Ach,
Qualität wird immer schlechter, oder wie sehe ich das? Ich muss mehr überlegen, was ich hier tue, glaube. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich das Herz nehme. Okay, wir brauchen Energie. Haben wir hier was? Nutzen. Und fertig werden. Ja, irgendwie ist, ich weiß nicht, wofür die 99% hier stehen. Ah, das war nochmal Ärztefusch. Was passiert mit den Innereien? Kriegen wir die auch noch weg? Da war nochmal Ärztefusch. Komm, jetzt beuten wir die richtig aus. Ach, da können wir wieder nicht. Noch ein Sandwich nutzen. Und nochmal machen. So. Das hat wohl besser geklappt. Aber ich weiß nicht, wofür. Das ist hier schlecht gewesen, ne? Was können wir denn einfügen? Können wir das hier wieder einfügen? Probieren wir das doch mal aus, oder? Hat aber nichts gebracht. Dann nimm es wieder raus. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Keine Ahnung. Lass uns nochmal einen Toast essen hier. Lass uns das da nochmal rausholen. Wir sind überladen, glaube ich. Gary, hol dir eine Flasche. Jetzt ist der Esel wieder da, oder was? Meine Güte. Der ist aber flott, ne? Wir haben keine Kiste hier, ne? Wo packen wir das denn alles rein immer? Oder ist da unten eine Kiste? Ne, das ist keine Kiste, ne? Nein. In einer Plenarsitzung der Entscheidung getroffen hat. Was willst du? Wie bitte was? LGDBR? LGDBDEP, das Leitungsgremium der Partei des Eselpon. Du redest gerade mit ihrem Generalsekretär. Ach, in Ordnung, das erklärt so einiges. Und das LGDBDEP hat entschieden, dir noch eine letzte Chance zu geben, dich von der Arbeiterschaft zu rehabilitieren. Okay. Danke. Unsere Partei befindet sich in der Vorbereitungsphase auf den revolutionären Umschwung und deine Rolle ist dabei das Führende. Und wenn ich nicht mitmachen will, dann werden wir dein Haus, deinen Friedhof, deinen Garten und deine Kirche niederbrennen. Dann noch das Allerschlimmste, du wirst auf der schwarzen Liste der Partei landen. Wir sind hocherfreut darüber, dass du uns helfen willst und jetzt komm näher und hör gut zu. Und verstehst du, dass wir all die strengen Geheimnisse, werden wir mit den Nachrichten kommunizieren. Nachrichten? Und wie willst du Nachrichten schreiben? Selig sind die Unwissenden. Also zuerst bereitest du dein Kochbuch für unsere Freundin Rattenchef vor und schickst es zu unserem Postamt. Er liebt die Kochkunst und die Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn die Ratten mit dabei sind. Darauf schickst du 5 rote Äpfel an unser Postamt, um die Moral der unterdrückten Eselkommune zu heben. Du musst, warte mal, das alles kann ich kaum unauffällig verschicken. Du hast gesagt, das ist streng geheim, deswegen ist es eine Pflicht, eine spezielle Kiste für Schmuggelware anzufertigen. Dieses schickst du die Schmuggelware. Und dann werde ich oder andere Parteimitglieder diese im Schutze der Nacht entfernen. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück. Esel ist weg. Du hast eine neue Technologie freischaltet. Herstelle ein Kochbuch, 50 Arten Ratatouille und Gemüse und Katzen zu kochen. Oh Gott. Was gibt das jetzt? Bau und ist dir eine Schmuggelkiste. Erschaffe. Ja, okay. Ich habe genug Aufgaben bekommen, würde ich sagen, aber wir müssen jetzt erstmal schauen. Was ist denn hier zu bauen? Die Schmuggelkiste wahrscheinlich, ne? Aha. Das haben wir schon mal geschafft. Die Schmuggelkiste ist schon mal da. Jetzt muss man Kochbuch und die Äpfel haben. Ich habe aber nur 4 Äpfel. Naja, der kann man im 5. leicht ran. Das Kochbuch muss ich noch irgendwie basteln. Aber ich sag mal, das machen wir in der nächsten Folge vielleicht. Ihr entscheidet, ob wir neu anfangen und das Let's Play dann starten. Oder aber wir werden andere Dinge tun.
die ich noch nicht weiß dann. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Vorschau oder in der nächsten, im nächsten ersten Let's Play von diesem Spiel. Ich würde sagen, ihr entscheidet das schon. Wenn ihr noch kein Abo habt übrigens, macht das. Wenn ihr noch die Glocke nicht anhabt, dann macht die Glocke an. Falls ihr das Video gut gefunden habt, dann gebt einen Daumen hoch und gerne Kommentare schreiben, die ich von euch auch gerne jetzt einfordere, damit wir wissen, wie es weitergeht. Und auch gerne noch bitte dann die Info geben auf anderen Kanälen, wer da was noch bekommt. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.